من بعد خرجت على الجبل صافي قال لك لا فرماسيان لا والو ديك لا كاينه لا حاجه واحده ما كاينه شوف كاين واحده اخرى راهي هي كاين واحده اخرى عرفتي ما بقاش نشرح لهم شنو هذه شنو احسن يلا يلا تنقل قال لك الطبيب قالت لي خصني نجي ليهم اللي قالت نتبع هذا البومادا شنو وقع عندك شنو عندك حسيت فاش تحسيت ما تدرني وتتقشر لي جيتها بداو يتقطعوا تجمع بوحده مع الثاني so شكلها jetzt der Jamila die Leiterin dieses Mädcheninternats wie sie vorgehen soll dabei عند الاي تي هبدا الودني قالت لها واحد شنو قال لك الطبيب اختي قال لي نجي لشي هاب في الودن دار لي واحد سميتو واحد القطن فيه واحد الدواء وداروا لي قال لي قني لمده يومين كانت تضرك ودنك شحال هادي واحد المره واجي هي المره الثانيه هي المره الثانيه تضرك اه تنسي مزيان ولا تي لا تيخليونيش الناس تيخليوكش الناس اه هدى ولا ولا خمسة واحد ما فيش مين سكاي ثلاثة جوج فيش مين أمين فيش مين Hallo meine Damen und Herren, unsere Tour, unsere medizinische Tour ist inzwischen in dem wunderschönen Urica angelangt und zwar liegt es bei Marrakesch und zwar sind wir hier im Mädcheninternat, ein Mädcheninternat, in dem 120 Mädchen leben und zwar wurde 96 die Organisation gegründet, Association de Bienfaisance et de Développement du Bassin de l'Urica und seit 99 gibt es dieses Mädcheninternat und eines dieser Mädchen, die damals 1999 hier gelebt haben, von den 16, und zwar Jamila Busata ist inzwischen die Leiterin von diesem Mädcheninternat geworden. Warum ist so ein Internat wichtig? Sie hat uns das vorhin erklärt, und zwar würden diese Mädchen ansonsten keine Bildung genießen können. Es versteht sich hier als sozusagen ergänzende oder als eine Folgemaßnahme von der Grundschule. Das heißt, die Mädchen werden nach der Grundschule hier geleitet und geführt und ohne solche Internate würden die Mädchen keine Chance bekommen, weil einfach schlicht und ergreifend die Wege sehr weit sind, ja, über 35 Kilometer wurde uns gesagt und deshalb ist es sehr wichtig, dass das hier gegründet worden ist. Und meine Damen und Herren, alles was Sie hier sehen, wurde durch Spenden finanziert. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. دار الطالبة هي عبارة عن دار اللي كيجيو ليها البنات اللي باش يكملوا قرايتهم حيت قبل يعني كاينين بنات بعاد بنت بعيدة على الإعدادية مثلا 30 كيلومتر 35 كيلومتر يعني ما يمكنش لها تقطع المسافة باش تجي الإعدادية وتعاود ترجع لدارهم وحتى الإمكانيات ديال والديها ما يمكنش
دار الطالبه يعني عطات الفرصه لبزاف ديال البنات باش يكملوا قرايتهم. من ضمن هاد البنات يعني انايا كنت في البرومي غروب اللي كان اللي التحق بدار الطالبه، والحمد لله بفضلها يعني قدرت انني نكمل قرايتي. وهذا يعني نفس سميتو وقع مع بزاف ديال البنات كما كتشوفوا اليوم الحمد لله. يعني العدد ديال البنات راه يعني ماشي غير تضوبل، من 16 بنت حتى 120 بنت، راه الحمد لله يعني راه انجاز كبير. اولا كنشكركم يعني على هذه البادره ديال اليوم، انكم يعني عطيتونا هذه الفرصه تجيو تشوفوا البنات ديالنا يعني وتدوزوا عليهم. هذه في حد ذاتها يعني راه بادره طيبه، يعني قليل فين كيجيو اطباء كيبغيو يشوفوا البنات. ولا حنا كنتمنوا منكم يعني تجيو كل عام، علاش لا يعني مره جوج مرات في العام. هذا الشيء يعني محتاجينه بحكم يعني المنطقه منطقه بارده، والبنات يعني كيعانيو من بزاف الامراض. يعني حتى الامكانيات ديال والديهم ما يمكنش يعني يديهم للسبيطار كل مره باش يدوزوا اليوم. يعني الحمد لله كنتمنوا منكم يعني مساعدات في هذا الجانب هذا، وبامكان يعني حتى الادويه وداك الشيء لا ممكن يعني يكونوا شي مساهمات وهذا ما كرهناش. Wie fandest du heute die Untersuchungen? War eine sehr sinnvolle Aktion von uns, also von Emina. Die meisten, gerade weil sie aus armen Familien kommen, haben noch nie einen Zahnarzt gesehen zum Beispiel. Oder die meisten Mädchen sind in der Pubertät gerade. Das heißt, es ist unglaublich viel Schamgefühl, bestimmte Dinge, Regelschmerzen und so weiter zu benennen. Und es gibt zum Beispiel Patientinnen, die haben seit 3 Jahren einen Schmerz und schämen sich, das zum Ausdruck zu bringen, oder haben noch nie in ihrem Leben einen Arzt gesehen. Was ich ganz heftig fand, war zum Beispiel, dass ihnen gesagt wird, sie haben eine Anämie und sie auch Tabletten bekommen tatsächlich und noch nie Blut abgenommen wurde. Also es ist eigentlich, kann man so sagen, keine medizinische Versorgung, beziehungsweise vielleicht 5% wurden mal medizinisch versorgt und das war's. Und den Rest kann man sich ja eigentlich vorstellen. Ne? Also wie die Najwa richtig jetzt dargestellt hat, hier mangelt es wirklich an elementären Sachen, und zwar fängt es mit den Zähnen an. Wir wissen ganz genau auch, dass Zahnhygiene wichtig ist, dass viele an Mandelentzündungen leiden und natürlich diese Streptokokkeninfekte können zu rheumatischem Fieber, zu Herzklappenproblematik etc. führen. Das heißt, wir brauchen hier Ärzte und vor allem die medizinische Versorgung, eine Grundversorgung. Daran mangelt es hier. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa nukhla kullu shay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الإخوة الجالية المغربية، حنا كنتواجدو دابا في واحد المنطقة اللي كتسمى تنين أوريكا بحدا جبال الأطلس، وبالضبط في دار الطالبة. هي واحد الجمعية اللي تأسست في 99، والحمد لله حققوا بزاف د المسائل، والحمد لله يعني بواحد المجهود مشترك استطعنا زعما واخا يعني الامكانيات قليله بزاف. يعني هذا الشيء اللي دار كل شيء، وحنا دورنا لحد الساعه في 8 المناطق، واستطعنا الى ما غلطتش 970 اللي استطعنا ندوزوا عليهم، 79 الناس، ومنها 979 كاين حالات زعما يرثى لها. Danke Said für deine Organisation und für deine Vorbereitungen. Wir wollen uns zum Schluss bei allen bedanken, bei allen, die diese Tour ermöglicht haben, und zwar bei allen Amana-Mitgliedern, die jetzt auch nicht hier sind. Wir grüßen euch in Deutschland. Wir bedanken uns bei allen Helfern hier, und zwar, ich kann nicht alle bei Namen benennen, ich bedanke mich zusammenfassend bei allen, die mitorganisiert haben, die hier nicht auf den Bildern waren. Wir bedanken uns bei den Organisatoren, und zwar, wir haben in Fes angefangen, in der Molde-Region, dann haben wir Binissetten. Wir bedanken uns bei Hüssen Merkin für die Versorgung. Dann gingen wir weiter nach Nador. Sie haben uns sehr, sehr warm empfangen. Also alle haben uns sehr warm empfangen. Berkan bei der Nadia, die uns auch alles gezeigt hat. Und wir sind jetzt letztendlich hier im wunderschönen Orica bei Marrakesch gelandet, und unsere Tour geht zu Ende. Und wir haben sehr, sehr viele Impressionen mitgenommen, und wir werden die Fälle verfolgen. Da sind wir den Menschen schuldig. Wir schüren nicht nur Hoffnung, wir setzen auch die Hoffnungen um. Ja? Und wir bedanken uns auch bei der marokkanischen Regierung, die uns geholfen hat. Ja? Und bedanken uns bei allen Beteiligten. Wir haben alle viel Herzblut investiert, Geld, Zeit, Energie, schlaflose Nächte, lange Fahrten durch Marokko. Wir wollen jetzt zum Schluss nochmal uns bei allen bedanken. Schnurran Kolo.
Shukran likum, shukran, merci beaucoup, danke schön.